Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin mit einem weiteren Review für euch. Und heute steht der Invicta Mamenchisaurus auf dem Review-Tisch. Und zwar diesmal die unbemalte Version. Denn die bemalte Version habe ich euch in der Vergangenheit ja schon gezeigt. Dennoch werden wir die bemalte Version heute im direkten Vergleich mit diesem wunderschönen Exemplar wiedersehen. Ja, um mal zu vergleichen, was unterscheidet die beiden und was ist gleich. Tja, kommen wir erstmal zu diesem Exemplar. Der ist stolze 31,5 cm lang und 26 cm in der Höhe, hat den Hals weit hoch aufragend. Was ich mir weniger vorstellen konnte, dass das lebende Tier konnte. Und was die Invicta-Figuren angeht, wurde mir eines ganz besonders klar. Wie faszinierend und wie besonders diese Modelle sind, wird einem erst klar, wenn man sie in Händen hält, sie aus der Nähe betrachtet, nicht nur auf Bildern oder gar in Videos. Nein, wenn man sie live vor sich hat, sie wirklich im Detail sieht, dann sieht man erst, wie besonders diese Modelle sind. Nicht umsonst sind die Invicta-Figuren so Kult geworden. Und da haben wir auch schon die Nahansicht dieses Modells. Man sieht einen wirklich wunderschön ausgearbeiteten Kopf. Kleine Augen, kleine Fältchen im Gesicht, ein winziges Gehörloch. Dazu ein sehr, sehr langer Hals. Und dann ein paar Grate dran. Die Invicta-Figuren sind wirklich allesamt extrem liebevoll gemacht, wie man auch an diesem Exemplar wunderschön sehen kann. Ja, die Füße sind ziemlich veraltete Darstellung, wie das ganze Modell auch veraltet ist. Hier wird es besonders deutlich, die sind ziemlich flach, wenig elefantenförmig. Schon das Hinterbein. Sind schon extrem erstaunliche Exemplare, ne? So wie sie gemacht sind und so. Die Details wirklich verblüffend für die damalige Zeit. Und dafür, dass es im Prinzip nur Spielzeug ist. Aber mal das andere Bein. Die Unterseite mit dem Schriftzug und der Jahreszahl. Es ist wirklich nicht leicht zu erkennen, ob es 88 oder 83 ist. Aber ich meine hier eine 3 zu sehen. Obwohl, jetzt könnte es auch eine 88 sein. Es ist wirklich noch schwierig. Nein, das ist, glaube ich, 88. Also von 88 ist das gute Stück. Da ist nochmal der Kopf von der anderen Seite. Man hat diesem winzigen Auge sogar noch einen kleinen Schlitz verpasst als Pupille. Das ist wirklich extrem winzig, das Auge. Und dieser sehr, sehr lange, muskulöse Hals. Man sieht sogar hier noch, wie sich da so ein Muskelstrang zeigt. Naja, und das hier ist ein sehr ausgeprägter Grat, wo das Teil scheinbar zusammengesetzt wurde oder gegossen wurde. Dieser Grat wurde nie entfernt. Ja, die Unterseiten der Füße, die sind einfach nur flach. Ja, ihr Lieben, und so sieht der Gute einmal in der Ansicht von vorne aus, so einmal in der Ansicht von hinten, die Ansicht von oben und die Ansicht von unten. So, jetzt ist der Moment gekommen,
die bemalte Version, die ich vor 2 Jahren mal ins Spiel gebracht habe, wieder mal in die Manege zu holen und sie nebeneinander zu stellen. Hier wird als erstes deutlich, dass die unbemalte Version größer ist, aber die unbemalte Version besteht ja aus einem ganz anderen Material als die unbemalte Version. Ne, ist demzufolge flexibel, das ist bei dem hier nicht so. Ja, das ist wirklich starres Plastik. Würde ich hier noch weiter dran rummanipulieren, würde ich wahrscheinlich den Hals abbrechen. Und der hier, den kann man biegen, wie man will. Ja. Die Rückenlinie des bemalten Mamenchisaurus scheint höher zu sein als von der unbemalten. Also ist er da ein bisschen größer. Und der Hals ist natürlich etwas weiter geschwungen durch das flexiblere Material, weswegen er dann in der Halslinie etwas kleiner ist als die unbemalte Version. Und in der Länge scheint die bemalte Version geringfügig größer zu sein als die unbemalte Version. Vielleicht so ein knapper Zentimeter oder so. Und vom Gewicht her ist die bemalte Version etwas schwerer als die unbemalte. Noch eine kleine Story zu diesem Exemplar hier. Bevor ich dieses Ding überhaupt das erste Mal gesehen habe, wusste ich gar nicht, von welcher Firma der ist und was es mit dem so auf sich hat. Ich sah ihn nur in einer alten, uralten Doku, muss auch aus den 80ern, Ende der 80er oder so gewesen sein. Da habe ich dieses Modell gesehen und zwar als bemalte Version und war absolut fasziniert von diesem Teil, weil es so wunderschön aussah mit seinem Graublau und diesen herrlichen schwarzen Streifen, die er so hatte, und diesem stark geschwungenen Hals. Und ich wollte ihn unbedingt haben. Ich wollte ihn unbedingt haben. Da war ein älterer Herr zu sehen, der dieses Modell da gerade am Wickel hatte und etwas zum Gewicht dieser Tiere sagte. Und ich wollte unbedingt wissen, was ist das für ein Teil? Was ist das für ein Sauropode? Was stellt er da? Und von welcher Firma ist der? Ja, wie ich dann später durch einen Zufall herausgefunden habe, war es ein Invicta-Modell. Mit den Invicta-Modellen hatte ich zu jener Zeit noch nicht allzu viel am Hut. Ja, daher kannte ich diese Modelle auch nicht so gut. Und irgendwann wollte es der Zufall, das war vor 2 Jahren, dass ich dieses Modell eben als bemalte Version und eben genau dieses gefunden habe. Und dann wusste ich auch, was es damit auf sich hat. Und das hat mich mega fasziniert, zumal ich dann auch die anderen gesehen habe als bemalte Version, den Brontosaurus, den Cetiosaurus, den Diplodocus, den Brachiosaurus und so weiter und die mir auch soweit zugelegt habe. Aber ich war mega, mega glücklich, den dann endlich in meiner Sammlung zu finden, nachdem ich so lange nach ihm gesucht habe. Tja, ihr Lieben, das war es auch schon, das Review zur hauptsächlich unbemalten Version des Invicta Mamenchisaurus im Vergleich mit der bemalten Version. Und sehen sie nicht schön zusammen aus? Ist das nicht ein herrliches Bild? Schade nur, dass die Qualität von den Farben hier nicht mehr so schön ist, ja, wie es einst mal war. Vielleicht bekomme ich irgendwann noch mal ein zweites Modell oder so davon. Wer weiß, der dann doch noch etwas schöner ist. Man sieht noch so viele Wachsmalreste da drauf. Der muss mal in der Kiste zusammen mit irgendwelchen Wachsmalstiften gelegen haben und so. Und überhaupt hat er ziemlich viel Farbabrieb. Aber nichtsdestotrotz, es ist noch heute ein wunderschönes Modell. Und ich bin mega happy, den in meiner Sammlung zu wissen. Tja, ihr Lieben, den Link zu diesem Modell sollte ich hier nochmal wiederfinden. Packe ich euch gerne nochmal in die Videobeschreibung. Schaut also unbedingt nochmal rein. Und ich für meinen Teil klingt mich wieder aus. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!